Und damit herzlich willkommen zurück zur vierten Folge von Let's Play Lego Worlds. Ja, lange ist es her und mittlerweile ist es tatsächlich so, man überall auf den Straßen schon Weihnachtsdeko findet. Ja, die Weihnachtszeit bricht an. Ich würde sagen, let's go rein da. Und da fliegen wir wieder runter als leider eine Mumie. Aber ja, wir hatten ja Halloween und da habe ich mich als Mumie verkleidet. Aber mir gefällt diese Mumie gerade irgendwie nicht. Deswegen würde ich sagen, ändern wir unseren Stil mal. Ich würde sagen Feuerwehrmann, weil ich bin selber Feuerwehrmann, für die Leute, die es nicht wissen. Und jetzt würde ich sagen, fliegen wir mal wieder auf diese Insel dort oben. Und wir sind wieder da. So sieht unsere Insel aus, unser Haus. Ich habe tatsächlich noch ein paar Ideen. Einerseits hätte ich jetzt, wir haben ja hier schon unsere Toilette, würde ich jetzt hier noch einen in der heutigen Folge einen kleinen Raum hinbauen. Außerdem würde ich hier noch den Eingangsbereich bzw. hier den Wohnbereich ein bisschen erweitern. Hier so Küche, was haben wir noch? Tisch, Stühle, halt Standardausrüstung. Und bevor wir jetzt erstmal anfangen, brauchen wir natürlich ein bisschen Weihnachtsmotivation. Hier stehen noch die Sachen von Halloween. Ich werde jetzt mal leider wegmachen. Oh, das tut mir ein bisschen leid, aber rest in peace. Rest in peace. Rest in peace und tschüss. Und jetzt haben wir hier wieder genug Platz, um hier ein bisschen Weihnachtsstimmung zu machen. Oh, hier ist tatsächlich schon das, was wir brauchen. Und ich persönlich bin einer der größten Weihnachtsfans wahrscheinlich. Und deswegen wollen wir hier ein bisschen Weihnachtslichterketten hinmachen. Ich finde, es sieht schon weihnachtlich aus. Und wir brauchen jetzt natürlich auch noch was Kleines hier zum Hinstellen. Nämlich so ein festlicher Baum würde ich cool finden. Dass der hier so vor uns im Haus steht. Den können wir jederzeit wegmachen. Was haben wir hier noch, was wir eventuell als Weihnachten... Oh, der Festtagskranz natürlich. Und schon haben wir hier unser Haus leicht weihnachtlich bereits geschmückt. Und ich bin richtig hyped auf die nächsten Folgen, weil es wird ein kleines Weihnachtsspecial zu Lego Worlds geben. Neben Incredible Loop. Ich hatte die Idee, dass wir hier vielleicht mal anfangen, die Steine zu fließen. Also den Boden, weil ich wollte so einen schönen Holzboden. Und mir gefällt es tatsächlich bisher ziemlich. Und ich hoffe weiterhin, dass euch das Format gefällt. Weil, wie gesagt, also die letzten Folgen sind halt wirklich ultimativ gut angekommen. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass sowas gut ankommt. Ich hätte es jetzt beim ersten Mal nicht gedacht oder nicht damit gerechnet. Oh, wir suchen gerade das Klavier nochmal. Und was ich noch eine Frage, ich wollte tatsächlich noch mal eine Frage stellen, und zwar, wie lang sollen die Folgen denn werden? Ob ich jetzt eher so 20 Minuten Folgen hochladen soll oder so 5 Minuten Folgen? Ich finde, der Boden ist jetzt auf jeden Fall schon ziemlich gut. Also ich mag so Holzboden, das hat mir, es gefällt mir sehr. Und jetzt wollte ich noch mal hier, diese Pflanze hier, die hatten wir auch letztes Mal. Die war hier unten drin. Wow, wow, das gefällt mir sehr. Was ich jetzt hier gern noch an die Wand machen würde, ist so eine kleine Wandlampe, die keine Geräusche macht. Leuchtet die bitte, sagt, dass sie leuchtet. Das wäre genial, das würde so... Sie leuchtet nicht. Aber als hier Wandbedeckung finde ich sie nicht schlecht. Sowas kennt man ja ziemlich gut aus Modular Buildings auch. So ein Porträt einfach an die Wand. Ja, weißt du was? Das hier finde ich geil. Das ist geil. Das ist geil. Das feiere ich. Richtig bayerischer Tisch. Was einzige Problem, das ich hier sehe, ist, dass die Tür aus Glas ist. Das ist vielleicht für Leute, die da drin sitzen und kacken wollen, nicht so schön. So, und jetzt würde ich sagen, dekorieren wir so leicht unser Wohnzimmer schon. Ich will hier nämlich so einen kleinen... Naja, so eine kleine Fernsehecke. Das kommt mir nämlich gerade, dass wir da hinten einfach so eine kleine Abstellkammer machen. Was kann man denn für eine geile Tür nehmen, die so ein bisschen normal ist? So. Also nicht so eine Doppeltür, auch nicht so eine... Und schon haben wir jetzt hier unser... Nun ja, wie soll ich sagen? Unsere Tür der Abstellkammer. Was natürlich jetzt wichtig ist, ist, dass wir den Raum hier schön benutzen, einrichten. Dafür hole ich jetzt nochmal ganz schnell das Dingwerkzeug hier. So viele Dinge, die man... Weißt du was? Ein Schränkchen. Ein Schränkchen muss man doch immer machen. Ich wollte eigentlich gar kein Licht drauf haben, aber... Alter Krempel, das passt perfekt in so eine Abstellkammer. Hi. Ich brauchte jetzt einfach so ganz simple Dinge.
Waschmaschine. Exakt sowas habe ich gesucht. Optimal, optimal. Optimal können wir das hier als unsere neuen Abstellkammer festlegen. Was ich jetzt vielleicht noch mache, ist hier noch ein paar Gemälde an die Wand hängen. Gruselporträt oder sowas. Ja, nehmen wir noch das hier, dieses Gruselporträt hier von einem meiner Lieblings Horrorfilmfiguren. Dracula. Wir gucken uns das nochmal ganz schön von oben an und ich finde, wir haben einen guten Job gemacht. Weil ich will jetzt hier nochmal, das ist sozusagen der hinterste Teil des ganzen, naja, Raumes. Und hier will ich jetzt so eine Art, naja, Chill-Ecke machen, wo man sich so ein bisschen reinflacken kann, ein bisschen Fernsehen gucken. Würde ich mir super gerne mal richtig schön reinflacken. So, geil. Und hinten kann man dann hier rumlaufen, in die Abstellkammer rein. Hier könnte man vielleicht noch was aufhängen. So eine verzierte Wandlampe. Und schon haben wir hier unseren kleinen, aber feinen Wohnbereich. Will ich hier nochmal einen Fernseher reinbauen? Was ist? Kann man abschalten? Geil, da läuft jetzt Tagesprogramm. Kaffeetisch passt er hier hin. Aber nein, hier würde er eigentlich echt gut hinpassen. Ich feiere es extrem. Das ist geil. Es sieht so hammergeil aus. Ich glaube, es ist unglaublich. Wow. Und wir stehen hier in unserem tollen neuen Wohnzimmer. Ich bin vollkommen geflasht, wie geil das geworden ist. Wir haben hier, heute haben wir geschafft, hier den Fußboden weitaus auszubauen. Dann haben wir hier unser Wohnzimmer gemacht, mit bisschen Fernsehprogramm, bisschen Snacks hier an der Seite, Kaffee, Fernbedienung, Zeitung. Hier geht's in die kleine Abstellkammer, die wir auch dieses Mal gemacht haben. Mit bisschen hier Waschmaschine, bisschen Krempel, bisschen Bilder. Und ich finde, wir sind unglaublich weit gekommen. Was soll ich jetzt nächstes machen? Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Und hiermit verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir sind wirklich hammerweit gekommen. Gerne abonnieren, gerne liken, wenn ihr das Video angeguckt habt. Es freut mich immer sehr, neue Leute kennenzulernen auf meinem Kanal. Deswegen, exakt, genau das machen. Jetzt empfehle ich euch noch die Playlist des Lego World Playlist. Ich bin da ziemlich aktiv mittlerweile, auch auf meinem Kanal. Bald kommt ein Weihnachtsspecial mit Incredible Duo. Viele von euch haben schon den Trailer gesehen. Ich blende ihn euch hier nochmal ein. Und jetzt final. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Aber an sich ist es... Jetzt kackt die da schon wieder. Die kackt da instant. Die ganze Zeit kackt die.